Er ist einer der derzeit erfolgreichsten Stand-Up-Comedians dieses Landes. Seine Tour Hyped ist jetzt schon restlos ausverkauft, aber sie geht eigentlich gerade erst los. Sein Partner ist TV-Autor und ein lieber Kollege von uns. Zusammen machen sie den meistgehörten Podcast Deutschlands. Gemischtes Hack heißt der. Und sie heißen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Die sympathischen Gäste, die auch noch dahin gehen. Ja. So. Jetzt. Guck mal, wir haben immer. Ich stehe seinetwegen direkt unsympathisch da. Ja, ja. Einer muss auch mal Kultjakob. Einer muss auf Kultjakob mal Hallo sagen. Nee, ich wollte auch nicht kommen. Das ist aber, das kenne ich tatsächlich von Joko, der auch immer jede Kabelhilfe nach einer Show auf den Mund küsst und sagt, super. Ja. Deshalb bin ich da. Und ich bin halt der Arsch, der nur sagt Danke. Ja. Hashtag ja. MeToo. Ja. So ist es. Und jetzt seid ihr zusammen viel unterwegs. Gibt es also vergleichbare Situationen? Weil ihr lebt ja schon ein bisschen von der Unterschiedlichkeit, was privat, sagen wir mal, auf Tour auch schwierig sein kann eigentlich, oder? Ja. Ja, also worauf wollt ihr jetzt genau hinaus? Also dass wir verschiedene... Der Mann will sich unterhalten. Willst du über unsere Herkunft der Mann möchte sich, der Mann probiert hier verzweifelt, ja, also ein Gespräch aufzubauen. Nein, es ist schon so, dass wir natürlich, damit kokettieren wir ja auch mal ein bisschen, verschiedene Herkünfte haben. Felix kommt aus so einem Brennpunkt, wenn ich so sagen darf. Ich bin so ein bisschen bürgerlicher aufgewachsen. Wenn er Leute wie mich abgezogen hat früher, bin ich gerade zum Klavierunterricht gegangen. Ja, damit kokettieren wir schon ein bisschen. Aber generell haben wir doch Tommy so sagt, irgendwie ähnlich. Tommy sagt in Fernsehsendung immer so Sachen wie kokettieren. Und ja, ja. Damit ich besser rüberkomme. Und du kriegst Hunger, wenn er das sagt. Und Spitzen und so eine Scheiße. Er googelt's nach der Sendung. Wir hatten einmal so einen komischen Talk. Wir haben irgendwann mal im Podcast irgendwie über Frauenfußball geredet. Und dann waren wir auf einmal die Experten für Frauenfußball. Ja. Na ja. Und wurden dann so ins aktuelle Sportstudio eingeladen. Und ich wusste Sportschau. Nicht, Sportschau. Das ist halt dieselbe Scheiße. Ist aber egal. Da hat Tommy da die ganze Zeit gesessen. Und ja, hier haben wir natürlich satirisch versucht zu überspitzen. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, was haben wir? Ich habe im Podcast gesagt, unsere Weiber, das war so mein Statement. Hashtag unsere Weiber, ja. Ich höre davon. Das ist halt so, wenn man 1 Million Zuhörer hat, dann geht eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, noch so ein Wort. Absolut. Geht dann damit einher und auf einmal stehst du da und hast Hashtag unsere Weiber und dann musst du damit zurechtkommen. Und ich muss es erklären, vor der Sportschau. Und er schmeißt die Kartoffeln rein, du holst sie raus. Absolut. Ja, und ich kann jetzt die Seite vom DFB-Frauenteam auf Instagram nicht mehr deabonnieren. Es kommt schlecht. Wir sind einfach gefangen, wir sind richtig Fan. Aber was ist denn, sagen wir mal, bis dahin? Jetzt natürlich klar, ihr könnt das Land ändern, in dem ihr seid. Absolut. Und wenn es nicht tut, habt ihr versagt. Das ist ja so witzig. Ja, ja. Ja. Was macht man denn aber, damit man erstmal 1 Million Follower und Leute, Abonnenten, dass man die kriegt. Ich frage nicht ganz uneigennützig, ich habe einen eigenen Podcast, Baywatch Berlin. Ich will auch mindestens 2 Millionen Abonnenten haben. Mhm. Kriegst du? Wie, also, ich lasse die erste weg, ich mache direkt 2. Ja. Macht man das? Ich glaube, das ganze Projekt Podcast steht und fällt mit dem Namen. Ja. Das ist bei dir, das Kind natürlich im Brunnen gefallen. Baywatch Berlin. Baywatch Berlin. Das klingt wie so eine Popstars-Band. So. Ihr seid Baywatch Berlin. Meinst du, so in der Tradition von Nu Pagadi und Overground? Genau. Oh. Das macht eigentlich Overground. Nein. Overground, ja, die Preluders. Was machen die? Was machen Monroes? Ja, was macht Ishi und It? Oder wie hießen die letzten? Sam and Annie. Sam and Annie? Ja, eben. Die haben gar keiner mehr mitgekriegt. Die haben auch mal gewonnen. Gegen Pokodomäne eröffnen wahrscheinlich. Was macht eigentlich Shayham? Shayham, der damals vor einer Disco-Stadt gesagt hat, ich bin Gott, ich will hier rein. Ja, ja. Ja. Sagt Felix heutzutage. Sag mal, was muss man machen? Was sind die Erfolgsgaranten für einen Podcast? Ich schreibe mit. Themenauswahl. Ich habe nicht mal mehr diesen scheiß digitalen. Ich finde es erstmal schon krass, dass ihr das zu dritt macht. Ja, naja, 2,5. Ich finde es witzig, dass da unten Glasreiniger steht. Da steht Glasreiniger, damit Sabine nicht so weit laufen muss. Wenn ich mir vorstelle, wäre jetzt noch einer bei uns, noch ein dritter dabei. Schon heavy. Na, du hattest ja einen Gastauftritt bei uns, da hat man gemerkt, dass zu dritt wahrscheinlich zu viel ist. Ja. Das killt die Dynamik, ne? Ja. Sag mal, ich wollte jetzt hier nicht Probleme auflisten, ich will Erfolgsgarantien. Ja, du brauchst hier, Fakten. Ja. Wir sind hier wie bei Dingsbums. Wie heißt die Werbung? Fakten. Fokus. Genau, 1996 kam das. Helmut Markwort. Witzig. Was macht der eigentlich? Helmut Markwort. Der hat mit Shayham mitgemacht. Ja. Der DSDS Staffel 3 gewonnen. Jetzt, wir entfernen uns langsam vom Zielpublikum, indem wir irgendwo in den 90er Jahren rumkramen. Ja, hier. In der alten Schublade 90er wird rumgerührt. Tommy, der alte Kokettierer. Wir wollen jetzt... Wir wollen kokettiert mit den 90ern.
Du bist ja zum Beispiel, vielleicht könnte das ein Ding sein, du zum Beispiel erzählst ja eigentlich dauernd irgendwelche peinlichen Geschichten, die dir passiert sind. Ist es das? Ja. Muss man sich so... Ja, sowas ist schon wichtig. Also ich habe echt manchmal, also wenn man dann drauf... Schreibt er wirklich mit. Ich habe die aufgeschrieben schon vorher. Nee, manchmal so Larry David Jerks Momente in meinem Leben und die versuche ich dann immer zu erzählen. Das ist auch mal ganz witzig, wie so eine Verbundenheit mit der Community dadurch stattfindet. Also letztens ist es zum Beispiel passiert, da saß ich mit einem Kumpel im Café und seinem kleinen Sohn, der ist so drei, so groß. Und dann saß ich da mit denen und mein Kumpel ist irgendwann rausgegangen, um eine zu rauchen. Und sein kleiner Sohn ist mitgegangen. Auch eine rauchen? Ja, absolut, absolut. Und ich saß dann kein so alleine. Vater. Kein guter Vater. Ich saß dann so alleine da und sehe plötzlich im peripheren Blick, das kannst du nachher auch wieder googeln, im peripheren Blick sehe ich so, wie so was Kleines angelaufen kommt. So, und dann dachte ich natürlich, das ist sein kleiner Sohn und wollte ihn halt erschrecken. Sitzt da so, trinkt den Kaffee und macht so BOOM! Und dann war das ein kleinwüchsiger Mensch. Kein Scheiß, kein Scheiß. Kein Scheiß. Kein Witz. Und es ist, ja, schlimm. Schlimm. Und passiert, ist wirklich so passiert. Fenloher Straße in Köln. Oh Gott. Das war auch so ein Moment, so, ich habe dann so gesagt, so, sorry, aber wofür? So, der dachte so, warum hast du das getan? Und er hat fast so seinen Kaffee so verloren. Das ist wirklich, und was ich aber sagen so wollte, Anzug ist, das nach, ja, genau. So ein, wie so ein irisch, egal. Nee, auf jeden Fall. Das war ein Cut, ne? Nee, auf jeden Fall haben dann viele unserer Zuhörer mir Videos geschickt, wie sie diese Szene aus dem Podcast, wie sie diese Szene aus dem Podcast ihren Freunden vorspielen, wie die das erste Mal das hören und sich kaputt lachen. Ja. Und sowas finde ich mal ganz cool, dass man halt einen Podcast so ein Medium hat, wo du so direkt so ein Feedback bekommst. Schreib auf, kleinwüchsiger Erschrecken. Ja, kleinwüchsiger Erschrecken. Ja, absolut. Folge 1. Und du hast nur eine gewisse, also du verströmst so eine gewisse Autorität. Ist das auch wichtig? Also hier machst du das jetzt gerade. Findest du? Ja, ja. Du sitzt hier und du lebst vom starren Blick. Pinky und der Brain. Irgendwie finde ich immer, sieht das immer so aus. Du fixierst mich und du hältst Pausen aus. Ist das dein Supertalent? Bin mir nicht sicher, ob ein Blick bei einem Podcast hilft. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Aber vielleicht ist das so eine Einstellungssache. Was du kannst, was viele nicht, du kannst nicht, ich kann es auch nicht, ja. Ist... bin ich gespannt. Na, Ruhe behalten. Auch mal 3 Sekunden mal ruhig sein, mal in dir ruhen. Das kannst du gut. Ja, wenn man mit Tommy rumhängt, der lässt auch wirklich keine Pausen zu. Es ist immer so Grundrauschen. Ja, ja. Teilweise kommentiert er dann einfach Sachen. So, jetzt laufe ich mal hier rüber. Und ja, weil das ist mit ihm. Wenn du zum Beispiel mit Felix mal erkundigen. Oh, Tommy, wenn man mit Tommy auf der Autobahn fährt, Tommy ist so, ich nenne es immer Reedy. Tommy ist dann so Reedy, der liest so LKW-Schriften vor. So. Ach so, ja. Aber guck mal, Kennzeichen. Der kommt aus Polen. Ja, Kennzeichen. Ja, so. Ja. Jeder LKW auf der Autobahn. Ich mache das wirklich wahnsinnig. Ja, das stimmt. Ich mache das wirklich wahnsinnig. Wenn man zum Beispiel mit Felix isst, er redet halt gar nicht. Du sitzt eine Stunde mit ihm und er ist. Ist das Selbstbewusstsein? Und ich tanze dann immer wie so ein Golden Retriever um ihn rum und versuche irgendwie. Ich esse halt. Also ich mag das nicht, beim Essen zu reden. Magst du das? Ja. Ja, ja, ne, weil ich finde halt, also ich zum Beispiel, ich bin wahrscheinlich nicht selbstsicher genug, um diese ganzen Pausen auszuhalten. Mhm. Das ist der Grund. Ich weiß es nicht. Ja. Du schon, ne? Ich merke für dich, dass ich mir ihn für einen Podcast ausgesucht habe. Ja. Naja, wo die du Liebe hast mich nicht ausgesucht. Ja, doch, ehrlich gesagt schon. Ehrlich gesagt schon. Ehrlich gesagt schon. Ich habe mich erbarmt. Ich habe mich dazu erbarmt. Entschieden, ja. Dass du stattfinden darfst. Aus dem Jugendzentrum, den. Ja, genau.